Am besten hätte es dieses Theaterstück nie gegeben. Das bedeutet, es gäbe auch keinen Krieg in Syrien. Doch es gibt beides, den Krieg und deshalb auch das Schauspiel. Es heißt Mensch und erzählt wahre Geschichten, die einem unter die Haut gehen. Im Juli 2016 schlossen sich 11 Flüchtlinge aus Syrien und Palästina zum freiwilligen Lebensteam. Daraus bildete sich das Theaterprojekt Gruppe der Hoffnung. Das Alter der Teilnehmer zwischen 12 und 50 Jahren. Sie schauspielern nicht, sie leben auf der Bühne das, was ihnen selbst einmal zugestoßen ist. Handlung und Gefühle sind echt. Wir brauchen keinen Schauspieler. Was die Träne sehen ist, das ist echte Träne. Ich weine von meinem Herz, weil meine Heimat ist kaputt ist und ich kann nichts machen. Ich weine, weil ich bin einfach jetzt 16 Jahre alt und ich habe geliebt wie ein 40 Jahre alt. Warum? Niemand weiß, keine Antwort. Buch und Regie übernahm Mohammad Wadeh, ein palästinensischer Schauspieler und Autor. Ihm schlossen sich Farouk und Mohammad al-Balol, Sadak Safi, Mohammad Shayedin und andere an. Abdullah Al-Salih übernimmt die Übersetzung und die Rolle des Erzählers. Von deutscher Seite wurde das Vorhaben durch die Flüchtlingshilfe Schwerin, das Mecklenburgische Staatstheater und die Musik- und Kunstschule Ataraxia unterstützt. Ich habe am 10. Januar 2016 meinen syrischen Patensohn, der 16 Jahre alt war zu dem Zeitpunkt, per Notruf aus dem Mittelmeer gerettet. Und das macht ganz viel mit mir, weil ich mir denke einfach, wenn eine Mutter ihren Sohn gehen lässt, wo sie weiß, dass er auf diesem Weg auch sterben kann, dann ist das was, was einem nicht leicht fällt. Eine ähnliche Geschichte wird auf der Bühne erzählt. Zwei Freunde werden von der syrischen Staatspolizei ohne Grund verhaftet und gefoltert. Als die beiden wieder freikommen, entscheiden sie sich, aus dem zerbombten Land zu fliehen. Ein türkischer Schlepper verschafft den Freunden Platz in einem winzigen, überfüllten Schlauchboot, das Richtung Griechenland fahren soll. Doch das Boot kommt dort nie an. Die Geschichte hat kein Happy End. Im wahren Leben haben sie es über das Mittelmeer geschafft, mit der Hoffnung, in Deutschland ein neues Zuhause finden zu können. Wenn Sie zu mir anschauen, schauen Sie nicht auf meine schwarze Haare, auf meine Religion oder auf meine braune Haut, sondern schauen Sie auf mein Herz. Ob ich gut bin, Sohn, ja oder nein. Das, was ich würde sagen, und ich hoffe, meine Nachricht, ihr könnt durch das verstehen. Ich danke Ihnen. Mit Standing Ovation würdigten die Zuschauer nicht nur die schauspielerische Leistung und den Mut der Gruppe der Hoffnung. Es war ein Zeichen der großen Solidarität. Das Schlauchboot mit geflüchteten Menschen hat das deutsche Ufer erreicht. Nun müssen sie in ihrem neuen Leben noch ankommen.